Adrian Wöbelmann lebt in Köln. Mit seinen 21 Jahren übt er einen nicht ganz alltäglichen Beruf aus. Ich spiele League of Legends, jetzt schon seit 4 Jahren. Adrian Wöbelmann verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Spielen des Strategie-Games League of Legends. Denn genau wie bei vielen anderen Sportarten auch, gibt es bei den Computergames mittlerweile Profis. E-Sports heißt der Oberbegriff. Und die organisierten Vereine in den E-Sports-Ligen nennt man Clans. Adrian Wöbelmann zockt regelmäßig mit seinem Team vor mehreren hundert Zuschauern in einer Kölner TV-Arena. Über den Internetsender ESL TV schauen ihm mehrere 10.000 Spielefans dabei zu. Adrians Kampfname ist Candy Panda. In der Szene ist er ein Star. Wenn ich rausgehe oder ich gehe shoppen oder irgendwas, ich habe da mindestens immer einen, der mich erkennt in der Stadt. Das ist schon crazy. Wenn du dann da auf dem Event bist, sieht dich jeder. Dann kannst du nicht kurz aus dem Hotel gehen und zum Subway gehen oder sonst was. Da wirst du direkt überfallen. 2011 fängt alles an. Adrian Wöbelmann gehört damals zu den 100 besten Amateurspielern von League of Legends in Deutschland. Sein heutiger Clan, SK Gaming, wird auf den damals 18-Jährigen aufmerksam und holt ihn ins Team. Zuerst ändert sich nicht viel. Adrian geht weiterhin zur Schule, verdient sich mit den Preisgeldern etwas dazu. Von Monat zu Monat wird er besser, gewinnt immer mehr Preise. Dann muss er sich entscheiden zwischen Schule und Spielen. Ich habe dann nicht das Abi zu Ende gemacht und dann habe ich einfach Fullzeit das gemacht, weil ich mir gedacht hatte, Abi könnte man im Notfall immer noch machen danach, aber jetzt die 2, 3 Jahre, die will ich da mit Spielen verbringen, weil wenn ich 30 bin, dann habe ich nicht mehr die Reflexe dafür, dann will ich das lieber jetzt machen. Auch das ist wie bei anderen Sportarten auch. Karriere kann man nur als junger Spieler machen. Adrian Wöbelmann erfüllt sich seinen Traum, macht das Game zum Vollzeitjob und verdient damit gutes Geld. Ich bin jetzt keine Millionäre oder sowas, klar. Aber ich denke, man kann dafür schon gut leben. Und wenn man sich das gut anspart, wird man damit auch lange durch die Runden kommen. Selbst wenn man danach sein ganzes Leben nichts macht. Ich denke schon, dass bei den meisten Leuten befindet sich das so in den oberen vierstelligen Bereich pro Monat. Geld zurücklegen ist für ihn momentan kein Problem. Denn Adrian lebt in einer Gamer-WG. Seitdem er Profi ist, trainiert und wohnt er mit seinem League of Legends-Team zusammen in einer Wohnung in Köln. Der Tag der Pro-Gamer beginnt um 12 Uhr mittags. Bis zum Nachmittag trainiert jeder für sich allein. Dann geht es bis in die Abendstunden als Team weiter. Der Analyst wertet mit dem Team die Spieler aus und legt die Strategie für den nächsten Wettkampf fest. Nach dem Abendessen spielen die Pro-Gamer noch alleine bis in die Nacht weiter. 7 Tage die Woche wird gespielt. Der Clan wählt die Teammitglieder nicht nur nach deren Können aus. Die Chemie muss stimmen. Die Spieler müssen sich blind verstehen und vertrauen. Es ist wichtig, dass sie mit der extremen Situation des ständigen Zusammenlebens und Arbeitens umgehen können. Nur dann hat ein Team die Chance auf einen Turniersieg. Um die Motivation der Mannschaft hochzuhalten und die Fehler zu analysieren, bespricht das Team im Anschluss mit einem Sportpsychologen jedes Match. Was war gut? Was ist schiefgelaufen? Muss das Training umgestellt oder ausgeweitet werden? Die andauernde Beschäftigung mit der nahen Zukunft, mit dem nächsten Turnier, hindert bisweilen daran, an die fernere Zukunft zu denken. Ich gucke nicht so viel in die Zukunft, weil solange ich gewinne, solange ich ganz oben mitspielen kann, muss ich nichts anderes machen. Also klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt zur Schule gehe oder also wieder zur Schule gehe oder direkt eine Ausbildung mache oder was weiß ich. Aber im Moment gewinne ich. Ich bin oben dabei und ich habe noch keine Pläne, das aufzuhören. Am nächsten Tag geht es direkt wieder los mit dem Training. Denn auch so manche Binsenweisheit ist bei den Gamern die gleiche wie bei anderen Sportarten. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste.